Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hunters Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Ja, genau, das ist deine. Und hiermit auch noch ein herzliches Willkommen zu einer neuen Aufnahme Metro 2033. Das erste Mal in Metro mit Facecam. Ah, ich bin ein bisschen nervös, weil ich bisher auch noch nicht so richtig mit Facecam aufgenommen habe. Und ich hoffe, dass ich mich dementsprechend, ich sage jetzt mal, verhalten werde. Obwohl jetzt schon anfängt, meine Nase zu jucken. Einen Moment, bitte. So. Gut, dann werden wir gleich mal fortfahren. Hey, ihr! Bei dem Wagen! Macht den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Das war ein Scherz? Er ist aber bei Ihnen. Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. Was heißt die Nordfront? In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Was heißt die Nordfront? Ich bin keiner deiner Soldaten. Wo ist eigentlich mein Körper hin? Interessant, interessant. Panzer haben die hier auch. Nicht schlecht. Boah. Das kann man hier tatsächlich als Hauptstadt ansehen. Die ist gerade ein bisschen rebellisch. Ich habe mir das gerade alles wieder neu hingestellt hier. Okay, ich schätze mal, dass wir hier gleich aussteigen müssen. Was wäre schon eine Station ohne eine richtige Schießerei? Nicht wahr? In der letzten Station, wo wir waren, die ist ja sang- und klanglos untergegangen. Ich lasse dich mal vorgehen, genau. Mal sehen, ob wir hier auch noch irgendwie was finden können. Achso, ich hab gedacht, er redet mit ihm. Willkommen in der Police, Hauptmann Krasnov. Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Ja. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Police. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, schon gut. Da war was. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Alles klar, danke, Herr Hauptmann. Ruhe ich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Macht es. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge. Das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, Idiot? Was? Hallo. Geh weg! Was? Was könnte es sein? Patronentausch! Was? Da stimmt was nicht. Was passiert hier? Ja. Hallo, ich will Patronen. Die Faschisten haben sich dort verschanzt. Sie kommen uns definitiv näher. Brauchen Sie Mund? Dann fragen Sie mich. Oberst, melde mich zum Bericht. Mitreden. Artyom, ich bin Miller. Wo ist die Nachricht von Hunter? Achso. Ich wollte gerade sagen. Ja, danke. Mit diesem viel Glück. Alles klar. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Police gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Jawohl. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln.
Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Okay. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Wer? Oh. Ich habe aber ein mulmiges Gefühl. Habt ihr keine Stimmen? Wie die Zeit rennt. Ich habe keine Uhr um. Unglaublich, Artyom. Ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Was? Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Okay. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort. Aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Jawohl. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Artyom. Das müssen wir. Draußen sind keine Ahnung, was für Viecher. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Das ist Sparta. Alles klar. Und das in Moskau. Wenigstens wissen, dass das mal ein Staat war. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Ich hoffe, keine Nuklearraketen, weil dann geht der Winter noch weiter. Alter. Ja, setz dir halt keine Maske auf, du Vollidiot. Ah. Ah, die ist wesentlich bequemer. Gut. Ist hier sonst noch irgendwas? Das ist nur eine Feuerstelle. Da wurde ich wahrscheinlich aber auch gerade rausgelassen. Dann rennen wir erstmal hier in diese Richtung. Stirb doch! Scheiße. Wo ist der vernünftige Kalaschnikow, wenn man sie braucht? Oh. Hi. Ist gerade ein ganz ungünstiger Zeitpunkt. Kannst du bitte weggehen? Oh! Ja, ich sollte schnell nichts verschwinden. Scheint nichts mehr zu sein. Natürlich muss ich hier runter. Da muss. Ui. Habe ich jetzt ernsthaft diesen komischen Dämonen besiegt? Gut, aber ich glaube, auf Menschen sollte ich hier erstmal nicht mehr treffen.
Das ist nicht gut. Hier ist überall Wasser. Ah. Kann man abschießen? Ja, abschießen. Wo muss ich lang? Ich glaube, ich sollte mal lieber mal gucken. Da oben muss ich hin. Gut, dann höchstwahrscheinlich muss ich hier lang. Oder doch nicht? Ich weiß nicht, ich kann mich mit dieser Waffe trotzdem noch nicht anfreunden. Wo muss ich denn jetzt lang? Nicht, ich muss tatsächlich hier durch. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mit dem Ding anstellen soll. Ach Gott. Ich hoffe nur, dass das hier richtig ist. Es ist tatsächlich richtig. Und für eine Seite konnte ich... Ja, genau. Wenn man mal eine Schrotflinte braucht. Gut, nehmen wir einfach mal. Oh ne, lieber nicht. Alter, erschreck mich nicht so. Ich hätte dich beinahe abgeknallt. Erstmal looten. Hi. Artyom, du bist hier. Das ist gut. Ja. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du weißt noch, was zu tun ist? Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Ja. Wir erreichen es durch die Hauptlesehalle. In Ordnung? Jawohl. Genug gefroren. Gehen wir. So, gut, dann mach halt du auf. Gehen wir, Leute. Gut, dann rein da. Warum endet sowas immer in so einer Szene? Beim Betreten der großen Bibliothek ergriff mich Ehrfurcht. Sie war wie ein Märchenschloss. Und wie in den alten Geschichten wurden die Schätze von Monstern bewacht. Och nö. Bitte kein Arena-Kampf. Die Situation kommt mir sehr bekannt vor. Oh, da liegt ja noch einer. Gut. Scheint ruhig zu sein. Noch. Glaub mir, Kollege. Das ist ein Schwarmvögel! Okay. Worauf sind die aus? Auf einen Snack. Und zwar uns. Nehmen wir den wieder hier. Ich hab die auf den anderen nämlich gar keinen Bock mehr. Tür ist auf. War die Tür nicht eben gerade noch auf? Diese Dinger sind lebendig? Gut, dann bin ich denn mal kurz weg hier. Gut. Die ist natürlich nicht auf. Kann sie auch nicht eintreten oder so. Das heißt, ich muss da lang. Okay, weg da bitte. Komm schon, brich dir deinen Kopf, Bastard!
da. Sehr gut. Das ist der einzige Weg, der hier aus diesem Raum führt. Wir können die Tür auch nicht zerschießen. Und höchstwahrscheinlich kann man auch nichts reinwerfen. Ich hab's begriffen. Kann man auch nicht durch. Wie scheiße, wer bist du denn? Gut. Naja, ein Versuch ist es wert. Naja, ich bin tot. Tschüss. Ja, letzten Speicherpunkt laden. Naja, was soll man da machen? Die haben sich bestimmt dahinter gesetzt. Hallo? Kannst du mich bitte rauslassen? Nicht weggehen, wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch. Haha, nur ein Scherz. Alles klar. Und diese Bestien hätten uns zerfetzt. Gute Arbeit, Artyom. Danke. Ich wollte gerade sagen, wer Typ ist das eigentlich? Was knurrt er die ganze Zeit so? Achso. Alter. Würden wir das eh nicht riechen. So, Gott sei Dank auch keine Atemschutzmaske. So, ist nichts tun. Artyom, durchsuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da was aufmacht. Du machst das gut. Also gut. Systeme. Wow. Hier kann man auch nicht rein. Picknick am Wegesrand. Klingt vertrauter. Da kamen wir gerade her. Der geht auch nicht auf. Hä? Oh. Auf einmal kann man Türen zerschießen. Interessant. Auf einmal gibt es eine Art Logik. Oh, da ist noch. Ob der eine größere Reichweite hat als meine? Egal.
Sowas ist nie gut. Oh, guck mal da.